Hallo Leute, herzlich willkommen auf Singer Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Adopt Me. Und ich würde sagen, wir tragen diesen Kerlchen hier doch mal kurz. Nee, tragen. Wie kann man denn den nochmal tragen? Hä? Müde. Gut, gehen wir mal nach oben hier. So. Wir müssen beide erstmal pennen, Hundi. Ich weiß gerade gar nicht, wo hier unser Schlafzimmer ist, weil das Haus viel zu groß ist. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Oh, jetzt bin ich auf dem Balkon. Na, geh mal wieder rein hier. So, das müsste wahrscheinlich dann hier oben sein. Gibt ja gar keinen Sinn, warum das hier oben ist. Ja, hier ist es. So, du Hund schläfst da, ich schlaf hier. So, dann haben wir die beiden schon weg, dann können wir uns... Dein Haustier hat Hunger, ja, der kann gleich essen. Dein Haustier hat Durst. Ja, der kann auch gleich trinken, ja? Sorry. Ja, Leute, wir spielen auf jeden Fall nach 100 Tagen mal wieder eine Runde hier. Adopt Me. Ich habe dieses Spiel zuletzt vor einem Jahr erst gespielt. Ja. Also du tust jetzt erstmal essen. Wir müssen auch beide wieder duschen hier gehen, wie man hier sehen kann. So, du gehst auch nochmal trinken, so. So, komm mit. Perfekt. So, dann suchen wir mal hier kurz das Bad. Das müsste ja unten gewesen sein, genau. Springen wir einfach mal runter und brechen hoffentlich uns nichts. So, hier. Erstmal ich. Ich bin als erstes dran und dann kommt der Hund. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hab mir dieses große Haus hier gekauft, ne? Irgendeine Villa habe ich hier mir gekauft, deswegen habe ich auch diese große. So, und jetzt noch Hund. Perfekt. Der ist jugendlich, so. Gehen wir auf den Spielplatz, da können wir gleich machen. Wenn der hier mal fertig ist, Alter. Komm. Hopp, hopp. Hopp. Was macht er da so ein Emote? So, komm, Hundi. Wir gehen ein bisschen spazieren. Komm jetzt. Ich glaube, die haben hier ein bisschen bei den Hunden was geändert und sowas, weil man kann den irgendwie nicht mehr tragen. Das ist voll kacke. Da oben. Aber man kann den sogar jetzt umziehen, oder was? Ach du heilige Gacke. So, wir gehen jetzt erstmal zum Spielplatz, um ein bisschen zu spielen. Aber ich kann natürlich Auto fahren, weil ich der King bin. So. Let's go. Wir haben ein Spielzeugauto. Ne, wir müssen hier links rein. So. Das Gute ist, ich kriege doppeltes Geld, wenn ich noch jung bin, also Baby bin, weil da muss ich auch noch Sachen machen. Weil wenn ich erwachsen bin, brauche ich nichts mehr machen, gefühlt. Und deswegen ist das geil, wenn man das so hat. So. Hier lädt nichts. So, wir parken einfach mal hier. So. Wo ist denn jetzt mein Hund da? Perfekt. So. Was ist das für ein Haus hier gerade gewesen? Habt ihr es gesehen? Ich habe nur einen Hund. Ich bin arm. Vielleicht sollten wir uns auch mal ein neues Ei holen. Schalte das Zuckerwattenküken frei. Boah, 600, Alter. Na, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich mir das holen soll. Dein Haustier hat Durst. Junge, der hat jedes Mal Durst, Alter. So, fertig. Komm, war mal los. Ja, aber man kann ihn nicht mehr tragen, oder was? Oder kann man das nur, wenn man erwachsen ist? Warte, wir testen das jetzt. Nein, nicht für den Hund, für mich.
Garderobe für mich. Nein, nicht der Hund. Genau, den. So, wechselt zum. Ich bin mir jetzt mal kurz erwachsen. So. Aha. Okay, also wenn man erwachsen ist, kann man ihn tatsächlich nehmen. Okay. Komm, Hund, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt dir was zum Trinken besorgen. Das müssen wir aber hier mal kurz drehen mit meinem dicken, fetten. Was weiß ich, was das für ein Auto ist. Wie schön, dass der auch einfach gar keinen Zaun hat. Ich glaube, der ist ein bisschen auf Elektro angelehnt. So. Packen wir erstmal hier schön rein. Wenn die Lampe da nicht mehr im Weg wäre. Komme ich da nicht rüber oder was? Ich komme hier echt nicht auf meinen Parkplatz drauf. Egal, dann packe ich nur zur Hälfte. So. Komm her, Hund. Wir gehen rein. Du hast nämlich Durst, habe ich gehört. So. Eigentlich könnten wir hier auch mal ein bisschen was einrichten, würde ich sagen, ne? Gucken wir gleich mal, wenn der Hund hier endlich mal was gesüffelt hat. Ach, da, ich gehe mal hier falsch rein. So, gehen wir mal hier zum Trinken hin. So, so, so. Trinken. So, trink jetzt was. Meine Tür war auch die ganze Zeit offen, merke ich gerade. Egal. So. Können wir den jetzt ein paar Tricks beibringen eigentlich? Tricks? Sitzen, hinlegen. Okay. Gehen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal einen Ausflug zur Hundeschule. Damit er mehr Tricks kann. So. Vielleicht kann er das dann ja. Mal sehen. Mein Auto ist schon wieder weg. So, Hund, wir fahren. Let's go. Zur Hundeschule. Er ist immer noch jugendlich. Er will bald aber erwachsen. Das ist geil. Dann kann er ja selbst endlich mal was trinken gehen. Wäre schön, aber leider geht's nicht. Ja. So. Irgendwelche sind hier auch gerade auf meinem Auto. Geht weg, bitte. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Hey. Nein, wir sind hier im Wasser jetzt. Ah, so. Okay, weiter geht's. Wir kommen hier nie an, wenn wir so lange brauchen. Wow. So. Und wir sind da. Komm mit. Gehen wir mal hier rein und gucken mal. Ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich auch so Aufgaben dafür, ne? So. Sprechen. Hi Kumpel, soll ich deinen Hund trainieren? Ja. Kein Problem, Kumpel, es gibt keinen besseren Tiertrainer als mich. Wie schön, dass das jetzt auch einfach auf Englisch gerade gewesen ist. Okay, Kreatur, sieh zu mir. Ready? Bounce. Das wird schon. Wir überüben ja noch. Ah, oha. Er kann einfach jetzt hüpfen. Was ist das? Ich meine, keine Sorge. Die haben sogar den, glaube ich, ein bisschen angepasst. Kann das sein? Junge, was ist mit diesem Kackhund? Wie viele Tricks kann er jetzt? Bounce und umdrehen kann er jetzt. Okay. Komm mit, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt eine Runde ins Wald und dann gehen wir pennen. Ja, du hast richtig gehört, Hund. Wir gehen dann pennen. Der pennt jetzt schon. Toll. So, wir gehen jetzt erstmal ins Wald. Ich glaube, da kann er auch schlafen, ne? So.
Aufheben. Und. So, jetzt macht er nämlich einfach zwei Aufgaben gleichzeitig. So, jetzt geht er camping und der ist auch noch müde. Also, er schläft und ist campen. Ist doch geil. Ah, da bist du ja endlich, Hund. Guck mal, hier sind ganz viele andere Mannequins. Nee, ich will nichts handeln. So. Nicht wundern, warum ich übrigens einen anderen Skin habe. Das liegt daran, dass ich so ein Stuff-Admin-Shirt anhabe. Und ja, das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das hier in diesem Spiel anhabe. Deswegen habe ich hier so irgendwie so ein Standard-Dingens angezogen. Keine Ahnung. Okay, so, jetzt können wir hier wieder auch fahren. Jetzt fahren wir mal wieder nach Hause. So, da kannst du nämlich jetzt noch was essen, Hund. Du hast ja anscheinend Hunger. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt hier links? Ne, wir müssen hier rechts, okay. So. Moinsen. War doch nicht gegen mich. Ah, hier ist die Tür. Türchen. Das Dingens hier. So. Ach nee, jetzt muss er auch noch duschen, oder was? I need a bath. Ja, du kriegst das auch gleich. So. Und komm mit. So. So, gehen wir erstmal baden, würde ich sagen. Mann. So. Und. Zack. Nee, 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 nicht bearbeiten. Ich wollte nichts bearbeiten. Was ist das denn hier? Hilft Tom, die fehlenden Zahnräder der Zeitmaschine zu finden? Okay. So, komm mit. Ja, komm jetzt mit und freu dich nicht. So, ich habe irgendwas gerade fertig gemacht, habe ich hier, sehe ich hier. Ja, ich weiß, dass da irgendwas ist. So, und dann muss er in die Schule oder was? Was habe ich denn hier gemacht, hä? Ah, hier abholen. Zack. Jetzt ist er auch noch krank, oder was? Oh nein, er ist krank geworden. Nein. So. Haben wir jetzt mal hier. Ah, Baum. Zack. Jetzt hat er auch noch Durst. Nee, jetzt kannst du es vergessen, du Hund. Kleiner Hund hier. Bring jetzt meinen Hund erstmal ins Quentenhaus. Ich weiß aber absolut nicht, wo das ist. Aha. Aber so kann man das sehr schnell herausfinden. Ach du Heilige, ist hier eine Versammlung vom, was weiß ich, wie vielen. Wie die immer einen verfolgen, Junge, bin ich irgendwie. Keine Ahnung was. So, Hund. Wir sind jetzt hier beim Arzt. Nee, nicht schlafen. Der Doktor ist auch schon wieder neu. Ja, komm zurück, wenn du dich wohlfühlst. So, und komm mit. So, die haben auch das Krankenhaus neu gemacht, wie ich sehe. Das ist auch cool. Ist sehr geil gemacht, muss ich sagen. Und warum leckt die Scheiße denn hier so draußen? So, jetzt müssen wir noch einmal kurz zur Schule. Die ist hier. So. Komm mit, Hund. Wir müssen nochmal hier in die Schule rein. Und dann können wir noch. Nein. So. Jetzt kannst du hier auch wieder einen Trick lernen, wenn du willst. Komm mit. Du lernst jetzt hier wieder einen Trick. Hi, komm, soll ich dann untrainieren? Ja, komm, trainieren jetzt. Ach so, er muss jetzt älter werden, um wieder einen neuen Trick zu lernen. Oh. Was zur Hölle ist das denn schon wieder? Ach so, ich kann den gar nicht. Aha. Okay, wer ist das hier? Nee, ich will den auch ehrlich gesagt gar nicht ansprechen. Wir stellen ein 15 Dollar pro Minute.
Aha, jetzt habe ich hier so einen Job angenommen, oder was? Unterricht fängt bald an. Okay, das würde ich aber erst in der nächsten Folge machen. Jung erwachsen ist er jetzt. Was zur Hölle muss ich hier machen? Muss ich hier einfach nur rumstehen jetzt, oder was? Ich bin noch bei der Arbeit. Egal, so. Machen wir vielleicht mal in der nächsten Folge, Leute. Ich würde aber auch sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo und Kommentare. Schaut außerdem auch mal im Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf schauen würdet. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sandro. Ciao, ciao.